Herzlichen Dank für die Einführung und die Einladung. Natürlich freut es uns sehr, euch einen Einblick in unsere Handtasche zu geben. World Wide Web. Zu Corona-Zeiten ist das das Tor zur restlichen Welt. Unsere drei Ws stehen heute aber nicht dafür, sondern sie stehen für wer wir sind, warum wir dieses Thema gewählt haben und was daraus rausgekommen ist. Ja, wie ihr meinem Dialekt an unschwer erkennen könnt, stamme ich aus der Schweiz und Michaela, welche ihr später kennenlernt, die hat einen nicht ganz so schweizerischen Dialekt, aber sie kommt auch aus der Schweiz. Wie wir bereits angekündigt wurden, waren wir in der Bundeshauptstadt Bern und haben dort Ernährung und Diätetik an der Berner Fachhochschule studiert und im Sommer unsere Bachelorarbeit geschrieben. Die Arbeit hat sich mittlerweile zu einem kleinen Herzensprojekt für uns entwickelt und darum freuen wir uns sehr, auch in Deutschland darüber berichten zu dürfen. Ja, wie gesagt, wir leben in der Schweiz. Nebst den Banken haben wir Berge, wir haben Felder, wir haben Ackerland und wir haben natürlich Tiere. Die Landwirtschaft ist ein großes Thema und ungefähr 4% der Bevölkerung ernährt sich rein pflanzlich bei uns. Wie wir alle wissen, fällt ungefähr die Hälfte der Treibhausgasemissionen auf die Landwirtschaft zurück. Ja, das ist sehr viel. Vor allem auf die Herstellung von Rindfleisch, die trägt eine große Teil dazu bei. Neuere Zahlen belegen auch, dass ca. 90% der Schweizer Bevölkerung Fleisch isst, was natürlich viel ist, und natürlich auch Rindfleisch. Und ja, die lieben Kühe, richtig. Wir brauchen Tiere, damit das Ökosystem im Gleichgewicht bleibt. Doch was oft außer Acht gelassen wird, dass auch Kühe eine Verdauung haben und ihren Methanausstoß trägt nicht wenig zur Klimaerwärmung bei. Eine gewisse Menge mag es wohl leiden, aber mit der wachsenden Weltbevölkerung steigt auch das Interesse an Fleisch und zu viel tut unserem Erdball leider nicht gut. Ja, die Erde ist untergegangen, aber Michaela und ich, wir hoffen oder wir wollen, dass die Welt noch lange nicht untergeht. Auch wünschen wir uns, dass es für jeden genügend zu essen gibt. Kühe essen Pflanzen. Und damit wir ihr proteinreiches Fleisch auch essen können, benutzen wir das. Das heißt, würden wir die Pflanzen anstatt als Futtermittel für das Tier, als Proteinlieferant für den Menschen verwenden, können wir ein Vielfaches an Ressourcen sparen und zugleich auch noch unser Klima schützen. Und was wünschen wir uns mehr, als dass auch unsere Enkel und Urenkel noch genügend Nahrung haben und es keinen Streit ums Essen oder Platz zum Leben geben soll? Ja, unsere Forschungsfrage, die lag somit auf der Hand. Um herauszufinden, wie der Konsum solcher Produkte gefördert werden kann, interessiert uns, welche Faktoren bei der Akzeptanz von Fleischersatzprodukten bei jungen Erwachsenen eine Rolle spielen. Wir fanden 2 Frauen und 6 Männer aus verschiedenen Teilen der Schweiz, die uns ihre Meinung zu Fleischersatzprodukten preisgaben. Und nun kommen wir auch schon zum letzten der 3 Ws von uns. Das heißt, Michaela wird euch nun erzählen, was bei unserer qualitativen Forschung auch herausgekommen ist. So. Ja, was sie davon hielten und ob sie es essen würden, hing stark oder sehr stark von der Wahrnehmung ab. Neben der Produktewahrnehmung war da insbesondere noch die Inkonsistenzwahrnehmung, die beschreibt, ob solch ein Produkt mit dem Selbstbild im Widerspruch stand oder nicht. Und ob das der Fall war, hing zusätzlich noch davon ab, ob das Produkt als Lebensmittel mit eigener Identität oder als ein Fleischimitat wahrgenommen wurde. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass das Imitat nicht unbedingt als erstrebenswert galt. Eigentlich logisch, denn stellt euch mal vor, ihr steht vor einem Regal und da seht ihr 2 Handtaschen, die genau gleich aussehen. Aber von der einen wisst ihr, dass es eine Originalmarkentasche ist und von der anderen wisst ihr, dass es ein Imitat ist. Für welche würdet ihr euch wohl entscheiden? Ja, die meisten würden wahrscheinlich das Originalprodukt wählen. Doch warum? Wir haben folgende mögliche Erklärung aus den Gesprächen identifizieren können. Vom bekannten Label erwartet ihr nämlich Qualität. Ihr glaubt, dass das Label euch garantiert, dass die Tasche in aufwendiger Handarbeit präzise, sorgfältig verarbeitet wurde und die hochwertigen Rohstoffe der Tasche ein langes Leben garantieren werden. Von der Fake-Tasche hingegen seid ihr euch wahrscheinlich nie ganz sicher, ob sie wirklich so gut ist und ob sie wirklich das hält, was sie verspricht.
Und um ehrlich zu sein, wer will schon ein Fake, will er eigentlich das Original haben kann? Genau, und diese Gegenüberstellung, die lässt sich sehr gut auf die Wahl zwischen einem Fleisch oder einem Fleischersatzprodukt übertragen. Ob wir ein Lebensmittel als erstrebenswert erachten oder nicht, hing aber auch von vielen anderen Faktoren ab. So haben wir neben der Wahrnehmung auch andere Wirkgruppen identifizieren können. Das wäre zusätzlich noch das Umfeld, die Person und ihre Eigenschaften und Präferenzen, sowie auch die Verarbeitung und die Zugänglichkeit. Wir als Ernährungsfachpersonen, wir haben lediglich auf das Umfeld und die Zugänglichkeit einen Einfluss. Sehr relevant sind aber auch Lehrer, Gastronomie und Industrie, aber auch die Familien und Freunde. Denn man probiert bei einer Freundin oder zu Hause ein leckeres Produkt, man findet es an jeder Ecke zu kaufen oder kann es ganz einfach auch selber herstellen und so weiter. So, und das Fazit, es sollte auf gar keinen Fall mit Verzicht in Verbindung gebracht werden. Deshalb nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf Fleischverzicht pochen, sondern die sehr unaufdringlich und begeistert und ehrlich das Umfeld, die Kameraden und die Klienten an den leckeren pflanzlichen Proteinbomben teilhaben lassen. Und die meisten von uns sind nämlich sofort begeistert, wenn es darum geht, eine einfache und genussvolle Ernährungsoptimierung zu erreichen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Nachmittag.